Flux FM in digitaler Gesellschaft. Heute lautet unser Thema Metadaten. Gehört haben den Begriff Metadaten wohl schon die meisten unter euch, und die meisten wissen auch oder können sich denken, dass Metadaten eben Daten über Daten sind, also zum Beispiel Daten, aus denen sich herauslesen lässt, wer, wann, wo und wie lange mit wem telefoniert hat. In den Daten selbst ist der Inhalt des Telefongesprächs zum Beispiel eben nicht vorhanden, aber die Länge des Telefongesprächs zum Beispiel kann man ablesen und eben auch, wer mit wem kommuniziert hat, auch per WhatsApp oder per E-Mail. Metadaten betreffen aber nicht die Inhalte der Kommunikation, das habe ich gerade schon gesagt, und verraten trotzdem viel mehr, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Über den Begriff Metadaten und über die Problematik der Metadatenerfassung spreche ich mit Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Tag nochmal. Hallo. Welche Informationen kann man denn aus Metadaten genau herauslesen? Welche Informationen sind da drinne versteckt? Also du hast ja schon einige Beispiele angedeutet. Metadaten fallen aber zum Beispiel auch an, wenn man ein Foto macht. Hier werden dann zum Beispiel auch, wenn man das mit dem Handy macht, der Ort mitgespeichert, wo man das Foto gemacht hat, die Uhrzeit, das Datum. Wenn man eben eine E-Mail schreibt, Absender, Empfänger, auch der Betreff zum Beispiel eine E-Mail, sind solche Metadaten, die mit übermittelt werden. Also sehr, sehr viele Informationen, die teilweise sehr detailreich sind und eben die Daten weiterhin beschreiben. Und aus diesen Informationen kann man eben sehr, sehr viel ablesen, eben zum Beispiel den Ort, wo man sich aufhält, wann man wie oft mit jemandem kommuniziert, also schon alleine die Häufigkeit lässt ja Rückschlüsse darauf zu, in welchem Verhältnis man zum Beispiel zu einer Person steht, wenn man eben viel telefoniert oder viel SMS schreibt. Es kann sich aber zum Beispiel auch etwas über den Gesundheitszustand von Leuten sagen lassen, wenn sie eben oft zum Beispiel einen bestimmten Arzt anrufen. Ja. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Zahnarzt ist, lässt sich wahrscheinlich daraus ableiten, dass jemand Zahnprobleme hat. Ja. Wenn jemand ständig bei irgendeiner Selbsthilfe-Hotline anruft, kann man daraus auch ableiten, was dieser Mensch vielleicht für Probleme hat. Also sehr, sehr viele, sehr persönliche Informationen lassen sich am Ende aus diesen Metadaten herauslesen, wenn man sie über einen bestimmten Zeitraum sammelt und zur Verfügung hat. In Kalifornien hat die Stanford University im Rahmen des Stanford Security Lab eine Studie zu diesem Thema durchgeführt, die über Jahre gegangen ist. Zu welchen Ergebnissen sind die gekommen? Also das Erstaunlichste ist eigentlich, dass sie schon relativ zügig, nämlich schon nach 2 Wochen sagen konnten, ob jemand und mit wem jemand eine Beziehung führt. Aha. Also schon nach 2 Wochen kann man eben anhand dieser Informationen sehr viel über das Privatleben einer Person herausfinden. Und darüber hinaus haben sie eben über die Jahre sehr, sehr viele Daten eben herausfinden können und konnten das noch viel präziser sagen, in welchen Verhältnissen Personen eben stehen. Ja. Und konnten eben auch, wie ich schon andeutete, etwas über den gesundheitlichen Zustand dieser Person sagen, weil sie eben wussten, wann sie mit Ärzten oder ähnlichen Leuten eine Konversation geführt haben. Also sehr detailreich konnte man eben sagen, was die Leute machen. Und was nämlich auch noch sehr interessant ist, über wie viele Ecken diese Leute dann doch über irgendwie miteinander bekannt sind. Also ja, der Freund vom Freund kennt dann wieder jemand, so dass sich dann so ein kleiner Kreis bildet. Und das ist insbesondere insofern interessant, als dass zum Beispiel die NSA eine Überwachung macht, die auch Freunde von Freunden von Freunden betrifft. Und hier lässt sich dann darüber eben bis zum dritten Grad dürfen die, glaube ich, offiziell gehen, ne? So ist es, genau. Ja, ja. Und darüber lässt sich dann eben eine fast flächendeckende Überwachung realisieren, wenn man solche Regelungen auf den Weg bringt. Denn es ist eben so, dass sehr viele Leute doch dann über nur sehr wenige Ecken miteinander vermeintlich bekannt sind. Auch in Europa, insbesondere in Deutschland, gab es ein paar interessante Projekte zu Metadaten. Da hat ein Grünen-Politiker irgendwann sich dazu bereit erklärt, seine Metadaten zu veröffentlichen. Um an die ranzukommen, musste aber erstmal die Telekom verklagen, glaube ich, ne? Ja, genau. Also es gab einmal Malte Spitz hier in Deutschland, ja, und in der Schweiz Balthasar Klettli, beides grünen Abgeordneten, die eben versucht haben, ihre eigenen Vorratsdaten zu speichern, zu sammeln und die dann eben auch grafisch auszuwerten, um eben herauszufinden, was denn diese Daten sagen, weil oft sagt man ja, ist ja egal, mit wem ich telefoniere und wann, wird schon nicht so viel Information darüber zu sagen sein. Manche sagen auch, das ist so wie ein Einzelverbindungsnachweis auf meiner, genau, Telefonrechnung, es geht aber weit darüber hinaus. Genau, so ist es. Nämlich, man kann eben dann sehr, sehr genau erkennen, wo sich eine Person
schon aufgehalten hat. Es wird nämlich nicht nur gespeichert bei der Vorratsdatenspeicherung, wann ich mit wem telefoniere, sondern auch zum Beispiel, wann ich im Internet bin. Mhm. Und wo sich das Telefon eingeloggt hat, bei welchem Funkmast zum Beispiel. Exakt. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel von Berlin nach Frankfurt fliege, was zum Beispiel im Fall eines grünen Abgeordneten vielleicht ein durchaus bekanntes Detail sein kann, dann ist das relativ schnell nachvollziehbar, weil er macht sein Handy aus, wenn er in Berlin einsteigt, ja, und es eine Stunde später ist es in Frankfurt wieder an, das Handy am, ja, Flughafen. Also kann man daraus zum Beispiel ableiten, dass hier die Person dann geflogen ist. Also hier kann man eben auch sehr pikante Details herausfinden und eben auch sehr private Details. Im Fall von Balthasar Klettli zum Beispiel vielleicht ganz lustige Informationen. Also seine Frau hat ihm halt 100 E-Mails, 300 SMS geschrieben, aber nur dreimal angerufen. Ja, also daraus lässt sich eben sehr, sehr viel sagen. Ja. Du lachst jetzt darüber, ja, wenn aber solche Informationen über jede Person den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stehen, können sie daraus eben völlig abenteuerliche Schlüsse ziehen. Ja. Und sie wissen natürlich eben sehr, sehr viel über das Privatleben einer Person. Ja, und in dem Fall lässt sich ja nicht nur aus den Daten herauslesen, dass da eine Beziehung stattfindet zwischen den beiden, sondern auch unter Umständen, was für eine Art von Beziehung das ist, wenn man also 300 genau Mails und, ja, SMS und drei Telefonate. Ja. Und gerade im politischen Bereich, ja, auch hier lässt sich ja dann zum Beispiel herausfinden, mit welchen anderen Abgeordneten er sehr viel Kontakt, ja, hat, mit welchen er sehr wenig Kontakt hat oder ob möglicherweise zum Beispiel erkennbar ist, dass in einem bestimmten Zeitraum vielleicht auch mit der Opposition sehr viele Gespräche geführt wurden. Ja. Also so, dass dann eben möglicherweise auch politische Entscheidungen daraus abgelesen werden können oder hier irgendwelche Verbindungen möglicherweise entstehen, die vielleicht in der medialen Öffentlichkeit so gar nicht wahrgenommen werden. Also sehr, sehr viele Informationen, die dann eben auch zum Beispiel Geheimdienste nutzen können, um Leute vielleicht auch damit zu erpressen. Das heißt, dieses smarte Telefon, das mittlerweile jeder und jede von uns in der Tasche rumträgt, ist schon so eine kleine Ortungswanze. So hat es, glaube ich, der Computerclub, der Chaos Computer Club genannt, war. Genau so kann man es beschreiben. Ja. Aber eben auch, wenn man mit seinem Festnetzanschluss ins Internet geht oder damit telefoniert, auch da, ja, werden eben diese Daten gespeichert und gesammelt. Also nur Handy wegschmeißen ist jetzt auch nicht die Lösung. Ja. Da gibt es dann andere Mittel, wie man sich vielleicht ein Stück weit diesen Überwachungsmaßnahmen ein wenig entziehen kann. Aber im Großen und Ganzen wird man natürlich durch solche Maßnahmen wie der Vorratsdatenspeicherung ständig anlasslos und verdachtsunabhängig überwacht. Ja. Leute, die professionellen Terrorismus betreiben, die werden schon Wege finden, um sich dieser Überwachungsmethode zu entziehen. Warum diese immer noch für Geheimdienste zum Beispiel sexy ist, das bequatschen wir nach nur einem Song, würde ich vorschlagen, Alexander Sander. Und der passt hervorragend zum Thema. Hier sind Kraftwerk mit Computerwelt. Und die haben schon 1981 Zeilen gesungen wie Flensburg und das BKA haben unsere Daten da. Und da haben wir jetzt mal rein in Kraftwerk und Computerwelt. Kraftwerk mit Computerwelt. Ich zitiere nochmal aus dem 1981 bereits veröffentlichten Song. Interpol und Deutsche Bank, FBI und Scotland Yard, Flensburg und das BKA haben unsere Daten da. 1981, das war schon prophetisch, was, ja, die Herrschaften, ja, da vorausgesehen haben. Wobei sie haben nicht vorausgesehen, welche Behörden alle noch dazugekommen sind in den letzten 35 Jahren. Dann, da könnte, ja, man durchaus eine Maxi-Single draus machen, ja, mittlerweile, gut, die noch, ja, ein bisschen länger aufzählt, wer die Daten alle hat. 20-Minuten-Lied. Ja. Jetzt ist eigentlich relativ klar, dass Terroristen sich derartigen Überwachungsmaßnahmen, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, über die Metadaten und über die Vorratsdatenspeicherung, da sind professionelle Terroristen relativ schnell raus aus der Nummer, indem die eben ihre Telefone täglich austauschen und ihre Kommunikationswege eben auch jeden Tag neu beschreiten quasi oder neu auswählen. Der unschuldige Bürger, die unschuldige Bürgerin, die stecken aber da weiterhin mittendrin in dieser engmaschigen Überwachung. Das müsste ja auch zu Geheimdiensten und zu Regierungsmitgliedern, die immer noch pro Überwachungsstaat, nenne ich es jetzt mal, sind, durchgedrungen sein, dass es eben so einfach nicht ist, terroristische Anschläge zu vermeiden, beziehungsweise dass es eher gegen Bürgerrechte geht als für die Sicherheit, was da geplant ist. Wieso ist das immer noch so sexy für Überwachungs- oder für Geheimdienste und Regierungsmitglieder einige? Schwer zu sagen für mich, aber ich glaube, eines der Hauptargumente ist, dass man immer wieder versucht, nach Terroranschlägen irgendwelche Lösungen zu präsentieren, um eben dann sich auch ein Stück weit abzusichern, wenn neue Anschläge passieren, dass man dann sagen kann, ja, wir haben ja alles Mögliche versucht oder getan oder bisher wurden bestimmte Maßnahmen blockiert, deswegen konnten diese terroristischen Anschläge passieren und so weiter und so fort. Ja. Also auf der einen Seite diese Argumentation, auf der anderen Seite natürlich haben Geheimdienste auch ein sehr vorausschauendes Denken, selbst wenn sie vielleicht
diese riesengroßen Datenberge jetzt noch nicht auswerten können, noch nicht perfekt auswerten können. Hoffen Sie doch, dass dann halt auch diese ganzen technischen Entwicklungen entsprechend weitergehen und Sie dann vielleicht in 20 Jahren aus diesen Datensätzen irgendwas herauslesen können und weiß der Geier, was Sie dann halt irgendwie glauben, was Sie damit tun. Es gibt aber mittlerweile eben auch schon Geheimdienstmitarbeiter, die auch sagen, also den Heuhaufen immer größer zu machen bei der Suche nach der Nadel danach ist Quatsch. Wir müssen auch wieder hin zur klassischen Polizeiarbeit. Nur so kann wirklich für mehr Sicherheit auch gesorgt werden. Also hier gibt es eben auch innerhalb dieser Community teilweise einen kleinen Streit, aber größtenteils ist es eben so, dass dann vor allen Dingen konservative Kräfte und eben die Ermittlungsbehörden selbst immer nach größeren Datenbergen fragen und sich irgendwie erhoffen, daraus irgendwas rauszulesen. Ja. Aber auch in der Vergangenheit hat man ja gesagt, gesehen, dass das nicht wirklich zu einem Erfolg führt. Ja, ein bisschen beängstigend finde ich in dem Zusammenhang auch ein Zitat, das ich gefunden habe von Klaus Fitt. Er ist IT-Beauftragter der Bundesregierung und Staatssekretär im Innenministerium. Der hat sich ein Benjamin Franklin-Zitat genommen, das im Original lautet, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Das würden wir beide auch unterschreiben sofort. Ja. Er hat es ein bisschen umgedreht, ein bisschen ist gut, und hat daraus gemacht, wer die IT-Sicherheit aufgibt, um den Datenschutz zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Absurd. Ja, absurd. Und auch ein bisschen beängstigend, finde ich. Absolut. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann noch die Forderungen anschaut, die er dazu stellt, nämlich zu sagen, dass Web-Provider, also jemand, der einen Server hat, zum Beispiel IP-Adressen mitspeichern sollen, dann würde das eben diese komplette Überwachung bedeuten, dass dann eben auch Inhalte mit am Ende des Tages überwacht werden können. Denn durch die Vorratsdatenspeicherung wird die IP-Adresse mitgespeichert. Ja. Bei demjenigen, der die Website zur Verfügung stellt, wird die IP-Adresse auch gespeichert, dann weiß ich auch, auf welcher Webseite er sich bewegt hat. Wenn man diese Daten also miteinander kombiniert, weiß man dann eben auch nicht nur diese Metadaten, sondern weiß tatsächlich dann eben auch die Inhalte, die Leute dann eben abgerufen haben, und das ist dann die absolute Totalüberwachung, die er fordert, und das dann eben auch noch mit solch einem umgedrehten Zitat zu fordern, das ist schon ganz schön straff. Jetzt hat sich die Gesetzgebung in den letzten Jahren zum Thema Metadaten und Vorratsdatenspeicherung durchaus entwickelt. Zwischendurch wurde das Ganze einkassiert vom Bundesverfassungsgericht, eben mit dem Hinweis auf Bürger- und Grundrechte. Wie sieht es momentan aus? Seit Oktober 2015 ist die Vorratsdatenspeicherung im Prinzip legal. Genau, wir haben wieder die Vorratsdatenspeicherung eingeführt mit ein bisschen geringeren Speicherfristen. Damit versucht man jetzt sozusagen das Urteil auszuhebeln. Aber es gibt ja auch noch ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, der eigentlich relativ klar gesagt hat, Vorratsdatenspeicherung geht vom Grundsatz her nicht. Also wie dieses Gesetz dann vor dem EuGH Bestand haben soll, bleibt fraglich. Die ersten Klagen sind jetzt auch schon eingereicht. Okay. Hier wird dann eben auch relativ schnell dann, oder was heißt relativ schnell, die gerichtlichen Mühlen brauchen halt schon ein bisschen ihre Zeit, aber es wird zu Verfahren kommen, und wir sind auch relativ sicher, dass es wieder beim EuGH landen wird und oder beziehungsweise bei den Verfassungsgerichten hier, und das Ganze dem Ganzen eine Absage erteilt wird. Gleichzeitig werden auch noch weitere Vorratsdatenspeicherungen auf den Weg gebracht. Wir haben es hier auch schon ein paar Mal in der Sendung thematisiert, die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten zum Beispiel. Hinzu kommen auch die Vorratsdatenspeicherung etwa von Bankdaten. Also hier gibt es immer wieder Versuche, die bestehende Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten immer wieder irgendwie einzuführen, selbst wenn eben Höchstgerichte gesagt haben, das geht nicht. Und darüber hinaus noch weitere Vorratsdatenspeicherungen mit komplett neuen Daten, eben Bank- und Reisedaten, auf den Weg zu bringen. Es wird also immer weiter versucht, diese Überwachung, diese Totalüberwachung auszuweiten auf sämtliche Lebensbereiche. Jetzt fragt man sich natürlich, wie soll man sich als Normalbürger verhalten? Für was sprecht ihr euch als digitale Gesellschaft aus? Soll man sich zum Thema fortbilden im Netz? Soll man eine bestimmte Partei wählen unter Umständen auch? Ich weiß es ja nicht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man selbst tun kann. Also man kann zum Beispiel seine E-Mails verschlüsseln und dann eben zum Beispiel darauf achten, dass man die Betreffzeile vielleicht nicht unbedingt so wählt, dass das Thema vollkommen klar ist, worum es geht. Darüber hinaus kann man zum Beispiel auch so Vereine, wie wir es sind, unterstützen, die dann eben versuchen, auch gegen solche Maßnahmen mobil zu machen, auch im Vorfeld des Gesetzgebungsprozesses schon eben einzuwirken. Oder dann eben, wenn solche Gesetze auf den Weg gebracht wurden, sind dagegen auch rechtlich vorgehen. Parteien möchte ich jetzt nicht extra hervorheben, die gewählt werden sollen. Man kann sich ja durchaus angucken, wer da welche Position einnimmt. Man kann in die Wahlprogramme schauen. Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass die CDU zum Beispiel jetzt
jetzt gerne mit einem Überwachungsprogramm in den Wahlkampf gehen möchte, also dass eben die Vorratsdatenspeicherung ausgeweitet werden soll und weitere Überwachungsmaßnahmen darüber hinaus auf den Weg gebracht werden sollen. Wenn man das nicht möchte, könnte man zum Beispiel sagen, ich will die CDU nicht. Ja. Es gibt andere Parteien, schön umgedreht, die Empfehlung, ja. Es gibt andere Parteien, die sich klar gegen die Vorratsdatenspeicherung aussprechen, aber da muss dann jeder schauen, welche von diesen Parteien dann eben gewählt werden sollen. Super, dann bedanke ich mich bis hierhin erstmal fürs Gespräch. Es war wieder sehr aufschlussreich, mit dir zu quatschen. Bitte grüß mir auch die anderen digitalen Gesellschafter, wie Volker Tripp zum Beispiel. Das mache und ich. Wer sich weiter informieren möchte zum Thema, der geht am besten auf eurer Website mal vorbei. Da kann man dann auch rausfinden, wie man die digitale Gesellschaft unter Umständen auch finanziell unterstützen kann. digitalegesellschaft.de ist da die richtige so ist es. Adresse. Vielen Dank, Alexander. Ich danke Schöne auch. Grüße, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Danke. Flux FM in digitaler Gesellschaft.